Wer eine Immobilie kauft, wird feststellen, dass im Kaufanbot oft ein Anwalt drinsteht, den der Verkäufer aussucht und der Käufer bezahlen soll. Muss ich das als Käufer akzeptieren? Dieser Frage gehe ich in meinem neuen Video nach. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger. Ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. In der Praxis des Immobilienkaufes kommt es immer wieder vor, dass ein Kaufanbot unterschrieben wird, bevor der Kaufvertrag gemacht wird. Das ist sozusagen die rechtliche Absicherung, das Fundament für den späteren Kaufvertrag. Ich als Käufer sichere mir die Immobilie und die wesentlichen Konditionen des Kaufvertrages kann ich im Kaufanbot schon regeln. Wenn ein Makler involviert ist oder wenn der Verkäufer das Kaufanbot zur Verfügung stellt, kommt es immer wieder vor, dass ein bestimmter Vertragserrichter dort ausgewählt ist. Ein Notar, ein Anwalt, der den Kaufvertrag dann errichten soll. Üblicherweise trägt die Kosten der Vertragserrichtung der Käufer. Daher stellt sich natürlich die Frage, ob ich als Käufer den vom Verkäufer vorgeschlagenen Anwalt akzeptieren muss. Ein kleiner Hinweis, solltest du das Video sehen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, tu dir selbst einen Gefallen, abonniere jetzt den Kanal. Klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. So verpasst du keine spannenden Videos zum Immobilienrecht und bleibst auf dem Laufenden. Nicht immer habe ich als Käufer die Möglichkeit, den Vertragserrichter zu wählen, obwohl ich ihn bezahle. Es hängt also davon ab, ob es zum Beispiel ein Bauträgervertrag ist. Bei einem Bauträgervertrag ist es wichtig, dass alle Verträge für das gesamte Projekt gleich lauten und so eine einheitliche Abwicklung des Projektes sichergestellt ist. Das wäre völlig unmöglich, wenn jeder Käufer seinen eigenen Anwalt aussuchen dürfte. Das würde also keinen Sinn ergeben und daher bin ich verpflichtet, den vom Verkäufer, vom Bauträger vorgeschlagenen Anwalt zu wählen. Bei Bauträgerverträgen sind die Kosten übrigens in der Regel wesentlich höher als bei Kaufverträgen über gebrauchte Immobilien oder bereits fertiggestellte Immobilien, weil die Verpflichtungen des Vertragserrichters als Treuhänder beim Bauträgervertrag nicht nur über einen wesentlich längeren Zeitraum bestehen, sondern auch wesentlich intensiver sind und daher werden dort meistens ca. 2% netto des Kaufpreises verlangt. Je nachdem, wie gut das Bauträgerprojekt sich aber verkauft, könnte ich sehr wohl als Käufer verhandeln, dass ich die Kosten des Anwaltes, des Treuhänders nicht trage, sondern diese Kosten der Bauträger zu übernehmen hat. Das kann also dann gut gehen, wenn es sich um große Projekte handelt, wo es auch für den Bauträger nicht einfach ist, entsprechend Käufer zu finden, er aber ein Interesse hat, möglichst schnell die Sache abzuwickeln, dann ist er verpflichtet, den Vertragserrichter, den Treuhänder zu bezahlen. Und das gibt es also, ich habe das in der Praxis mehrfach erlebt, dass Klienten das erfolgreich verhandelt haben. Kommt aber wirklich auf das individuelle Projekt an, ob das funktioniert. Wenn genügend Nachfrage da ist, dann funktioniert es schlicht nicht. Es ist auch kein großer Beinbruch, denn diese Nebenkosten werden üblicherweise von der Bank bei den Kaufnebenkosten bereits berücksichtigt. Also man sagt ja 10%, so Daumen mal Pi sind Kaufnebenkosten, 10% des Kaufpreises und da rechnet man schon mit 2,4% brutto Vertragserrichtungskosten. Anders kann die Welt natürlich ausschauen beim Kauf einer gebrauchten oder fertiggestellten Immobilie, also überall da, wo es kein Bauträgerprojekt ist. Da gibt es rechtlich keine Notwendigkeit, einen bestimmten Anwalt für alle Verträge zu engagieren, sodass man sich als Käufer sehr wohl ausverhandeln kann. Ich zahle den Anwalt, also suche ich ihn auch aus. Wenn der Verkäufer den Anwalt selber bezahlt oder zumindest die Hälfte der Kosten übernimmt, oder es steht unsere Kanzlei im Kaufvertrag, dann kann man sich diese Verhandlungen natürlich sparen. Scherz beiseite. Aber wenn es wirklich so ist, dass man die Wohnung sonst nicht bekommen würde, wenn man den Anwalt des Verkäufers nicht nimmt, dann nimmt man ihn natürlich. In der Praxis ist es aber in Wahrheit gar nicht so erforderlich, wirklich auf jede Forderung einzugehen. Dem Verkäufer ist es meistens lieber, er kann die Wohnung verkaufen, anstatt er sponsert seinen Bekannten, der zufälligerweise Anwalt ist und auch gerne einmal einen Immobilienkaufvertrag machen will. Also meine Empfehlung an Käufer ist die Grundregel, wer zahlt, schafft an. Ich zahle dem Vertragserrichter, ich wähle ihn auch aus
Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Kunden zu uns kommen, weil wir für die Kunden einfach einen optimalen Service bieten. Und von dieser Möglichkeit sollte man Gebrauch machen, wenn es geht. Was sind eure Erfahrungen mit Vertragsrichtern? Schreibt mir gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.